Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht weiter mit den Clique-Tipps bzw. Press-on-Nails. Ihr seht schon im Bild, dass wir kurze Nägel arbeiten. Das sind Squares, also absolut studiotauglich von der Länge. Und ich möchte mit Gel arbeiten und euch eine French-Variante zeigen. Und ich möchte euch noch eine andere Variante zeigen, aber wir starten jetzt mit dieser. Das sind die Nägel meiner Schwester und sie hat extreme Haftungsschwierigkeiten. Also ich kann bei ihr eigentlich machen, was ich will. Wenn sie nach 3 Wochen oder vielleicht 3,5 Wochen zum Aufhören kommt, hat sie immer schon ziemlich starke Liftings. Also bei meiner anderen Schwester und bei meiner Mutter oder auch bei mir hält einfach alles, egal was man macht. Und bei ihr sind das extreme Schwierigkeiten. Deswegen, hier könnt ihr das Ergebnis sehen. Wir haben sie hinterher noch etwas gekürzt, weil das für meine Schwester eigentlich schon etwas zu lang ist, diese Form. Aber wir wollten das Ganze jetzt auch einfach noch testen. Das Video kommt jetzt ein bisschen später. Ich hatte das schon gepostet bei Instagram. Und da haben auch schon viele was zu geschrieben. Und nach 1,5 Wochen war bei meiner Schwester an einem Nagel, also der hatte sich da schon gelöst, die anderen waren jetzt noch dran. Aber ja, das ist ja auch nur eine Sache, die etwas kurzfristiger hält. Aber ich muss sagen, bei Kunden, die grundsätzlich keine Haftungsschwierigkeiten haben, halten diese Press-on-Nails auch ziemlich lange. Also weitaus länger als 2 Wochen. Deswegen ist das eine ganz schöne Variante. Ich probiere hier jetzt noch ein bisschen rum und habe die Nägel gründlich vorbereitet. Einen Dehydrator hatte ich schon aufgetragen und habe dann noch überlegt, dass ich einen säurehaltigen Primer verwende, einfach nochmal umzuschauen, ob das Ganze dann doch nochmal etwas besser bei ihr funktioniert. Und ja, ihr habt mir auch geschrieben bei, also in den anderen YouTube-Videos, was ihr noch alles sehen wollt. Also ich werde euch die Reihe noch fortsetzen, wie man das Ganze auffüllt, wie man die Nägel entfernt und so weiter. Das soll noch nicht alles sein. Aber jetzt geht es erstmal um diese Nägel. Und zwar trage ich jetzt schon das Haftgel auf. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ich bekomme in den nächsten Tagen ein neues Gel in den Shop, das perfekt ist, um diese Press-on-Nails aufzutragen. Und da würde ich jetzt nicht unbedingt ein Haftgel als erste Schicht auftragen. Da könnt ihr direkt dieses Gel verwenden. Aber sonst mache ich das wirklich so wie bei normalen Nägeln. Vorbereiten, eventuell ein Ultrabond oder Primer auftragen. Und dann trage ich auch schon das Haftgel auf und lasse das Ganze erst einmal aushärten und mache dann im Prinzip erst mit dem Aufbau weiter. Und dann sucht ihr euch ein passendes Covergel. Ich persönlich bevorzuge das Arbeiten mit Acryl. Ich finde, das ist das Einfachste. Oder man muss eben ein Gel haben, das sehr, sehr dick ist. Und da ja, wird es, wie gesagt, demnächst, wahrscheinlich nächste Woche spätestens, ein Gel geben, das dafür sehr gut geeignet ist. Ihr müsst es ein bisschen testen. Es gibt viele Gele, die viel zu flüssig dafür sind und einfach nur rumschmieren. Und dann ärgert man sich einfach nur. Es macht keinen Spaß. Und es sollten Gele sein, die relativ schnell unter LED anhärten. Das finde ich auch ganz wichtig. Die richtigen Größen habe ich mir schon rausgesucht. Ihr könnt sie auch wie normale Tipps ein bisschen schmaler feilen und ihr könnt sie direkt in der Hand schon mal so ein bisschen vorkürzen, wenn ihr das möchtet. Muss nicht sein, man kann sie auch kürzen, wenn sie schon angebracht sind. Und ich finde, man kann diese Tipps für jede Nagelform nutzen, außer jetzt Stilettos, aber da finde ich grundsätzlich Press-on-Nails nicht für geeignet. Ich kürze sie jetzt schon einmal, dann habt ihr einen stärkeren Tunnel, ihr könnt damit kürzere Ballerinas machen, ihr könnt damit die Mandel arbeiten, runde Nägel, Squares, was auch immer. Einfach schon mal vorkürzen, mit der Feile werde ich sie hinterher noch so ein bisschen beifeilen, ein bisschen ja, gleichmäßiger. Das könnt ihr aber durchaus korrigieren, wenn die Nägel dann schon dran sind. Also erstmal alle vorbereiten. Ich lege sie mir dann immer schon zurecht, damit ich gleich nach und nach jeden Tipp anbringen kann. So, dann nehme ich einen soften Buffer und raue die Tipps von innen ein bisschen an. Ich hatte euch in einem der letzten Videos gesagt, dass ihr einen säurehaltigen Primer auch für diesen Schritt verwenden könnt. Da müsst ihr die Tipps aber ein wenig trocknen lassen, ein paar Minuten, sonst habt ihr so einen Schmierfilm drin und dann rutscht das Gel noch weiter hin und her. Also das ist einfach so ein Schritt, damit das Ganze noch mal ein bisschen besser hält. Ich muss aber sagen, dass mir die Tipps noch nie vom Gel oder Acryl abgegangen sind, wenn dann verabschiedet sich der komplette Nagel. So, ich bereite alles vor, schaue noch mal, ob die Tipps soweit passen. Ich lasse sie aber immer ein bisschen größer, weil die ja von innen befüllt werden. Und dann wird die Fläche ja noch mal so ein bisschen kleiner. Ihr müsst gleich auch darauf achten, dass, ja, dass ihr auch nicht zu viel Gel nehmt. Also mit Gel ist es schon immer eine Schmiererei. Ich nehme hier gleich mein Fiberglas-Gel dafür und es sollte ein Gel sein, das schnell unter LED anhärtet. Dieses Gel braucht schon etwas länger. Testet die Gele, die ihr zu Hause habt, die dürfen nicht zu flüssig sein und wie gesagt, sollten möglichst schnell anhärten. Ich finde dieses hier nicht perfekt dafür geeignet.
Da müsste man nach anderen Varianten suchen. Ich würde diese French-Variante auch bevorzugen, mit Acryl zu arbeiten, dass man ein Acrylbällchen nimmt und dann on top das French arbeitet, wäre die einfachste Variante. Aber ich wollte euch ja einfach in dem Video zeigen, dass ihr natürlich alles machen könnt. Ihr könnt auch mit Acryl gehen, mit einem Cover-Acrylbällchen den Tipp befestigen. Also es ist ganz egal. Diese Tipps funktionieren mit Gel, mit Acryl und mit Acrylgel. Ihr könnt dafür alles nehmen. Also ich nehme hier jetzt mein Fiberglasgel, trage es von innen auf. Einige hatten mir auch geschrieben bei Instagram, ja, die Farbe, die passt ja überhaupt nicht zu der Kundin. Also ich finde das Geschmackssache, denn ich finde es zum Beispiel sehr schön, dass dieses Covergel so einen starken Pink-Einschlag hat. Und klar gibt es da natürliche Varianten. Ich habe ja sowas auch, verschiedene Covertöne, sage ich mal, aber ich persönlich finde das wirklich sehr schön. Ich habe den Tipp von innen befüllt, setze ihn jetzt an und drücke ihn vorsichtig nach unten. Wenn ihr jetzt schon seht, dass an den Seiten was rausquillt, dann kann man das mit einem Werkzeug jetzt schon mal so ein bisschen entfernen. Meine Schwester hat mir hier ein bisschen geholfen. Manchmal fehlt dabei so ein bisschen die dritte Hand. Und dann härtet man das Ganze an. Und wenn man wirklich merkt, okay, es ist jetzt angehärtet, wenn die Kundin vielleicht auch ein bisschen Wärme verspürt, dann kann sie in die normale Lampe rein und dann lässt man das Ganze einfach aushärten. Das macht ihr dann natürlich an allen Nägeln und dann könnt ihr die Tipps noch mal ein bisschen zurechtfeilen, egal welche Form, Mandel, rund, square, ganz egal, einmal mit dem Tipcutter, wenn ihr mögt, und dann mit der Feile noch mal so ein bisschen befeilen. Und was ich dann mache, ist, dass ich hinterher die Tipps alle noch einmal ein bisschen anraue mit einem Buffer. Und dann arbeite ich anschließend mit Gellacken oder mit normalem Gel weiter. Und ich habe das jetzt ganz bewusst so gemacht, dass ich das Covergel, dadurch, dass man das ja so ein bisschen nach vorne drückt, wenn man den Tipp aufsetzt, dann habt ihr von vornherein sozusagen eine optische Nagelbettverlängerung. Und das mache ich mir hier jetzt zu nutzen und kann jetzt mein French on top setzen mit Gel oder Gellack, je nachdem. Und überschüssiges Gel könnt ihr von unten dann ausfräsen. Was ich hier jetzt einmal mache, ich trage jetzt eine Schicht Haftgel auf. Ich habe jetzt einfach meinen Base on top genommen. Einfach nochmal eine Zwischenschicht an Gel, damit mein weißes Gel gleich gut hält. Ich nehme einfach mein White Dream und nehme das als French. Ihr könnt natürlich jetzt jede beliebige Farbe nehmen, wie ihr möchtet. Aber das Haftgel erst einmal auftragen und aushärten lassen. Und dann könnt ihr mit einem beliebigen Design weitermachen. Weiter geht's dann. Ich nehme hier jetzt eine trockene Zellette und wische die Inhibitionsschicht an der Spitze etwas ab. Dann verrutscht mir mein weißes Gel nicht so schnell. Ihr könnt euch jetzt einen dünnen Pinsel nehmen oder ich nehme gerne einen breiteren, eckigen Pinsel und könnt euch nach Belieben die Smyline setzen, das French arbeiten. Und ich setze es jetzt schon so ein bisschen weiter runter, etwas breiter sozusagen. Es ist Geschmackssache, wie man das Ganze machen möchte. Aber ich konnte das Covergel ja jetzt nicht, wer weiß, wie hoch drücken sozusagen. Das heißt, ich bin schon so ein bisschen darauf angewiesen, dass ich das French Gel so ein bisschen weiter runtersetze, damit nichts durchscheint. Wenn man sagt, nee, ich mag das Weiß aber nicht so extrem breit, dann kann man den Nagel insgesamt noch ein bisschen kürzen und dann mit dem Weiß eine, ja, etwas schmalere Smyline sozusagen ziehen. So, und hier könnt ihr jetzt immer wieder korrigieren mit dem Pinsel. Ich male das immer ganz gerne so freihand und härte das Ganze anschließend aus. Das geht relativ gut. Im Studioalltag arbeite ich French meistens eigentlich unter dem Aufbau und docke dann an das Cover an. Aber es ist Geschmackssache, jeder macht das so ein bisschen anders. Hier bietet es sich jetzt auf jeden Fall gut an. Ihr könnt natürlich auch jede beliebige andere Farbe nehmen, es muss ja nicht weiß sein. Das Ganze lasst ihr aushärten und dann müssen die Nägel nur noch einmal versiegelt werden. Ich nehme jetzt noch einmal den Base on Top. Ihr könnt jetzt auch einen ganz normalen, das ist ein Versiegler mit Inhibitionsschicht. Ihr könnt auch jeden anderen jetzt verwenden. Wie gewohnt versiegeln. Und ich muss sagen, ich finde die Form der Nägel auf jeden Fall richtig, richtig schön. Also da wird natürlich nichts gepinscht oder so, aber ich finde die Grundform ist total schön. Also es gefällt mir. Und jetzt habt ihr einmal gesehen, wie gut man diese Tipps einfach kürzen kann. Hier noch einmal das Endergebnis. Es geht super einfach. Ihr habt vielleicht die Naturnägel von meiner Schwester gesehen, die ja schon relativ breit waren, so ein bisschen fächerartig, und mit den Tipps hat man das jetzt richtig gut ausgeglichen. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Lasst mir gerne ein Feedback da. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch für das Video freuen und wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut. Ciao.